Arbeit wird oft erst wertgeschätzt, wenn man in so einer Situation steckt, dass man auf uns angewiesen ist, wenn man Hilfe braucht. Viele sagen, ich könnte den Beruf niemals machen. Für mich stand irgendwann fest, doch, ich mach Krankenschwester. Man hat täglich das Gefühl, hey, dein Job ist wichtig oder das, was du tust, ist wichtig. Dein Know-how ist uns wichtig, deine Meinung ist uns wichtig. Diese typische Hierarchie wie aus dem Fernsehen, oder die könnte hier nicht funktionieren. Die Qualifikation, die ich erworben habe, habe ich erworben, weil ich gefördert wurde vom Arbeitgeber. Ich bin stellvertretender Stationsleiter geworden, weil ich sozusagen das Interesse gezeigt habe, mehr Verantwortung zu nehmen. Das habe ich dann gemacht. Und so geht es weiter. Ne? Und das also geht jetzt auch immer noch weiter. Also ich bin jetzt seit 12 Jahren hier in dieser schönen Klinik. Viele Umstrukturierung, viele Neubauphasen, Anbauphasen, viele Fachabteilungen sind dazugekommen. Und es geht hier wirklich tendenziell immer nur bergauf. Meine Arbeit gut mache, hoffe ich. Aber ich glaube auch, dass ich eine wichtige Arbeit mache. Das Wertvolle an unserem Job ist, dass wir einen ganz großen Beitrag dazu leisten, dass es den Menschen wieder gut geht. Wenn der Patient dann doch irgendwann wieder sprechen kann und nach einem halben Jahr seine Stimme wieder hört, weil die Angehörigen dabei sind und die Stimme dem Ehemann oder dem Kind wieder zuhören. So, das sind so Momente, wo man sagt, okay, ja klasse, dafür machst du das. Ich kriege das ja auch immer mit von Freunden, wenn sie nach Hause kommen. Das war langweilig oder das war öde. Oder wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann wissen wir ganz genau, was wir getan haben und dass es auch sinnvoll war.